Ja, liebe Vereinsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal herzlich begrüßen und ich darf vor allen Dingen auch die neu hinzugekommenen Gäste herzlich willkommen heißen. Mein besonderer Gruß gilt dem heutigen Referenten, Herrn Professor Dr. Horst Kahl. Es ist mir wirklich eine große Freude, lieber Herr Kahl, dass Sie so spontan bereit waren, den Vortrag im Anschluss an die Mitgliederversammlung zu übernehmen und dazu auch eigens aus Gießen angereist sind. Seien Sie herzlich willkommen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen, die Sie überschrieben haben, mittelalterliches Relikt oder zukunftsweisendes Modell, der Schwäbische Bund als Landfriedenswahrer im Heiligen Römischen Reich. In diesem Jahr jährt sich der sogenannte Fränkische Krieg zum 500. Mal. Als Fränkischer Krieg werden die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Schwäbischen Bund und fränkischen Raubrittern im Jahr 1523 bezeichnet. Von der Reichsstadt Nürnberg um Hilfe gebeten, zogen die Truppen des Schwäbischen Bundes gegen 23 Burgen im fränkischen Raum. Für die württembergische Landesgeschichte ist der Schwäbische Bund vor allem mit der Vertreibung Herzog Ulrichs nach dessen Überfall auf die Reichsstadt Reutlingen 1519 verbunden. Auch in diesem Fall bewährte sich der Schwäbische Bund als wesentliches Instrument der Reichsreform und des damit verbundenen Landfriedens. Im kollektiven Gedächtnis ist der Schwäbische Bund mit der Niederschlagung des Bauernaufstandes 1525 durch das von ihm organisierte Heer verhaftet. Der Schwäbische Bund wurde am 14. Februar 1488, also vor fast genau 535 Jahren, auf dem Reichstag in Esslingen als Zusammenschluss schwäbischer Reichsstände gegründet. In den knapp 50 Jahren seines Bestehens hat er die südwestdeutsche Geschichte in vielerlei Hinsicht geprägt. Sicherlich war der Schwäbische Bund die verfassungsgeschichtlich bedeutendste Einigung der älteren Geschichte und deshalb ist er es auch wert, einmal näher in den Blick genommen zu werden. Und das wollen wir mit dem heutigen Vortrag tun. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir mit Herrn Professor Kahl den Spezialisten für den Schwäbischen Bund gewinnen konnten, denn Herr Kahl hat eine umfassende Gesamtdarstellung dazu vorgelegt. Bevor Herr Professor Kahl das Rednerpult übernimmt, möchte ich ihn gerne noch vorstellen. Nach dem Studium der Geschichte, Philosophie und Germanistik in Bonn und Tübingen nahm Herr Kahl ebenfalls an der Universität Tübingen ein Promotionsstudium auf. 1989 wurde er mit der Arbeit Okkupation und Regionalismus, die preußischen Westprovinzen im Siebenjährigen Krieg zum Dr. Phil promoviert. Während seiner Zeit als Angestellter und Assistent in Tübingen folgte 1998 die Habilitation. Thema der Arbeit war der Schwäbische Bund 1488 bis 1534, Landfrieden und Genossenschaft im Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation. Für diese Monographie wurde Herr Kahl 2003 mit dem Schillerpreis der Stadt Marbach ausgezeichnet. Im Anschluss an die Habilitation war Herr Kahl als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Tübinger Sonderforschungsbereich Kriegserfahrungen, Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit tätig und lehrte als Gastdozent an der Universität Aix-Marseille. Im Wintersemester 2001-2002 folgte er dem Ruf auf die Professur für Neuere Geschichte, frühe Neuzeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Neben der Lehrtätigkeit war und ist Herr Kahl in leitenden Funktionen in verschiedene Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche eingebunden. Zu den vielfältigen Forschungsschwerpunkten von Herrn Kahl zählen unter anderem genossenschaftliche Organisationsformen für die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Verfassungsgeschichte, die Selbstbehauptung des Adels in Übergangsepochen, mentalitätsgeschichtliche Forschungen zum Zusammenhang von Religion und Kriegserfahrungen um 1800 und Gewaltgemeinschaften und Gewaltkulturen in der frühen Neuzeit. Die Forschungsarbeit schlägt sich in einer großen Zahl wissenschaftlicher Aufsätze und selbstständigen Veröffentlichungen nieder. Zudem ist der Kahl auch Mitherausgeber zahlreicher Zeitschriften und wissenschaftlicher Reihen. Und jetzt, lieber Herr Kahl, sind wir auf
gespannt auf Ihren Vortrag, freuen uns darauf. Sie haben hier das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Bickhoff, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr über diese Einladung, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen, gefreut. Mein Wirken hier im südwestdeutschen Raum liegt nun schon etwas zurück, also man müsste sagen im letzten Jahrtausend, aber das auch in meiner Tätigkeit in Gießen, das haben Sie schon gemerkt, mit Forschungsthemen etwa zu Gewaltgemeinschaften oder zu genossenschaftlichen Zusammenschlüssen im Rahmen der Verfassungsgeschichte des Alten Reiches oder auch Themen der Militärgeschichte hat der Schwäbische Bund immer mal wieder subkutan, sozusagen ist er anwesend geblieben. Und von daher freut es mich jetzt auch im Vorgriff auf das Bauernkriegsjubiläum, dass ich hier zu Ihnen über dieses Thema sprechen darf. Ich möchte ihn gerne einführen als, wenn Sie mir die saloppe Formulierung erlauben, als einen historischen Trittbrettfahrer. Ihn ganz kurz noch einmal präsentieren, was ist er gewesen, also einen ganz kurzen Durchgang durch seine vor allem Organisationsgeschichte und dann eben das, worum es gehen wird, auf der einen Seite seine mittelalterliche Kontinuität, in der er steht, und das andere eben das, wo sich in diese Kontinuität, in diese Tradition doch erheblich Neues einnistet, und damit prägt er die südwestdeutsche Geschichte dann letztlich doch bis heute. Und abschließend, sein Profil hat er nicht zuletzt durch diejenigen, mit denen er sich angelegt hat, also seine Feinde, und auf die möchte ich dann sozusagen in toto abschließend eingehen, um ihn dann eben auch für Sie profilieren zu können. Ich fange an mit diesem etwas saloppen Begriff des historischen Trittbrettfahrers. Was verstehe ich darunter? Es ist keine historische Kategorie, also legen Sie mich da nicht darauf fest, dass das irgendwo jetzt veröffentlicht wird, dass ich den Schwäbischen Bund als Trittbrettfahrer apostrophiere. Ich möchte damit Folgendes ausdrücken. Er steht meist nicht im Mittelpunkt des historischen Interesses, sondern taucht immer wieder in historischen Kontexten dieser Jahre zwischen 1488 und 1534 auf, bei denen aber dann ganz andere Akteure den Ton angeben. Der Bauernkrieg von 1525, in dem der Bund eine entscheidende Rolle gespielt hat, macht ihn aktuell wieder zum Objekt historischen Interesses. Und einer der Anlässe meines Vortrags ist ganz sicher auch das bevorstehende 500-jährige Jubiläum eben des Bauernkriegs. In den entsprechenden Geschichtsnarrativen kommt er dann vor allem als diejenige Organisation der Herrschenden zur Sprache, der die Untertanenerhebung mit äußerster Brutalität auf den Schlachtfeldern, aber auch bei den von ihm durchgeführten nachträglichen Strafaktionen niederschlug. Dass dieses Vorgehen nicht alternativlos gewesen ist und er auch für den wichtigsten Versuch, mit den Bauern vertraglich zu einer Regelung zu kommen, steht, den Weingartner Vertrag, es geht im Schlachtenlärm meist völlig unter. Und obwohl Luther diesen Vertrag als vorbildliche Lösung propagiert hat, hat er bis auf wenige Ausnahmen bei den Zeitgenossen ja auch keine Schule gemacht. Trittbrettfahrer des historischen Interesses ist der Schwäbische Bund aber auch beispielsweise in der württembergischen Landesgeschichte und in deren Erinnerungskultur. Der Bund war schließlich für die Vertreibung Herzog Ulrichs 1519 und sein 15-jähriges Exil verantwortlich, das für die Dynastie, der das Land ja heute noch seinen Namen verdankt, existenzbedrohend gewesen ist. Die vergleichsweise schlechte Presse des Bundes hängt dabei nicht zuletzt damit zusammen, dass er auch konfessionspolitisch auf der falschen, der altgläubigen Seite gestanden hat und dass sein Ende 1534 Voraussetzung für die Durchsetzung der Reformation in Württemberg gewesen ist.
Der Bund teilt offenbar das Schicksal anderer Mächte aus der zweiten Reihe, die immer wieder einmal schlaglichtartig im Scheinwerferlicht historischer Ereignisse aufblitzen, beim Schwäbischen Bund etwa gern bei kriegerischen Ereignissen wie dem Schweizer Krieg von 1499 oder etwa dem Landshuter Erbfolgekrieg von 1504, aber beispielsweise auch beim Wormser Reichstag von 1495. Dass Gegenspieler des Bundes wie Herzog Ulrich oder etwa Götz von Berlichingen im kollektiven Gedächtnis weit eher präsent sind als der Bund, liegt jedoch auch darin begründet, dass man es bei diesem Landfriedensbund mit einer Großorganisation zu tun hat, deren Komplexität nicht mittels Personalisierung reduziert und damit transparent und etwa didaktisch gut vermittelbar gemacht werden kann. Vergleichbare Probleme ergeben sich, wenn beispielsweise ein Zeitgeschichtler die Geschichte der Europäischen Union von ihren Anfängen bis zur Gegenwart darstellen müsste, ganz abgesehen davon, dass in beiden Fällen die zu bewältigende Quellenflut ein zusätzliches Problem aufwirft. Beim Schwäbischen Bund etwa, und das dürfte den Archivaren unter Ihnen bekannt sein, ist für das wichtigste Quellenkorpus die Abschied der Bundestage zwischen 1488 und 1534 immer noch auf die quantitativ wie qualitativ völlig unzureichende zweibändige Edition von Klüpfel aus den Jahren 1846 und 1843 zurückzugreifen. Wenn man bedenkt, dass die schriftliche Überlieferung des Bundes in den zahlreichen Archiven seiner Mitglieder oft einen ähnlichen Umfang besitzt wie die der Reichstage, dann unterstreicht das umso mehr ein merkwürdiges Missverhältnis zwischen edierten Quellen und dem, was in den Archiven noch vorhanden ist. Und nebenbei, ich habe mal wieder Schwäbischer Bund gegoogelt, und mindestens die Hälfte der Treffer war dann der Schwäbische Städtebund, der deutlich etwas anderes gewesen ist als das, was ich Ihnen hier jetzt in den folgenden 40 Minuten präsentieren möchte. Es geht mir dabei nicht darum, historische Gerechtigkeit für diesen Schwäbischen Bund einzuklagen, aber ich möchte diese und andere Ambivalenzen, nämlich die mittelalterlichen Kontinuitätslinien und seine Modernität nutzen, um ihn interessant zu machen. Einerseits eben als letzten und wohl auch bedeutendsten Vertreter einer zutiefst mittelalterlichen Tradition des Landfriedensbundes und andererseits als ein sehr entwicklungsfähiges Gebilde, das an den Modernisierungen der Zeit um 1500 intensiv partizipiert hat, ja sie vielleicht sogar mit bestimmt hat. Und das macht ihn über den historischen Einzelfall auch verfassungsgeschichtlich interessant. Gestatten Sie mir zum Überblick eine ganz allgemeine Einführung in die Geschichte des Bundes. Diese Karte, die Sie hier sehen, ist jetzt nicht besonders gut zu sehen wahrscheinlich. Es handelt sich um eine Karte der Bundesmitglieder von 1488, also der Gründungsmitglieder. Schauen Sie bitte nicht auf die Details. Wichtig wäre mir, dass ich auf die Schraffuren hinweisen kann. Die Schraffuren verweisen auf die Mitgliedsregionen der württembergischen Adelsgesellschaften, die vier Viertel der Gesellschaft mit St. Georgen schild. 1488 versammelte der Kaiserliche Bund im Land Schwaben zunächst die schwäbischen Mindermächtigen, also Adel und Reichsstädte. Kaiser Friedrich, das haben wir schon gehört, der ihn angeregt hat, hoffte, die in dieser Dichte nur im Südwesten des Reiches vorhandene reichsunmittelbare mindermächtige Klientel politisch zu organisieren, und damit aber auch habsburgische Territorialpolitik in diesem Raum zu flankieren. Allerdings wurde dieser kaiserliche Exklusivitätsanspruch rasch zunichte gemacht, als mit Württemberg
und dem habsburgischen Tirol, die beiden bedeutendsten Fürsten der Region und in der Folge dann auch weitere Fürsten, der Mainzer Kurfürst, die Markgrafen von Brandenburg, beitraten. Die jeweils begrenzte Dauer der Einung bzw. die Notwendigkeit der Verlängerung, und zwar viermal, 1496, 1500, 1512 und 1522, 23, erlaubten Austritt und Neueintritt, und das sorgte für eine erhebliche Fluktuation der Mitglieder. Dies betraf zum einen den Adel, dessen Mitgliederzahl nach 1500 durch Ausscheiden weiter Teile des Niederadels sank, weil fast nur noch hochadelige Familien und die reichen südwestdeutschen Prälaten sich eine Mitgliedschaft noch leisten konnten. Auf Seiten der Reichsstädte hingegen war die lange Bundesgeschichte durch außerordentliche Konstanz gekennzeichnet. Alle bedeutenden süddeutschen Reichsstädte gehörten ihm fast über die gesamte Bundesdauer an. Die größte Fluktuation herrschte unter den fürstlichen Mitgliedern mit einer klaren Tendenz. Die Karte ist vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Bitte auch nicht ins Detail gehen, es geht um das große Ganze. In der letzten Einungsphase, nämlich der 1522-23 auf 11 Jahre fixierten sogenannten elfjährigen Einung, waren fast alle bedeutenden Fürsten im Süden des Reiches mit von der Partie. Das Einzugsgebiet reichte vom Mittelrhein und Hessen-Thüringen, auch die Landgrafschaft Hessen war Mitglied, bis nach Salzburg und Tirol. Also wenn Sie so wollen, der ganze deutsche Süden und Südwesten, die Kernlande des Reiches, waren zugleich im Schwäbischen Bund organisiert. Nun, die Fluktuation der Mitglieder zeigt aber auch, dass der Bund ein sehr fragiles Gebilde gewesen ist, und so bedeutete zum Schluss die schiere Größe des Bundes in dieser letzten Einungsphase auch, dass damit die inneren Probleme, etwa die ständischen Fliehkräfte zwischen Städten, Adeln und Fürsten, das eklatante Machtgefälle innerhalb des Bundes, die Frage, wie mit den aufrührerischen Bauern umgegangen werden soll, das Maß der Bestrafung konkret, das Problem der Behandlung Württembergs und über allem das Konfessionsproblem, all dies war in der Summe zu viel und ließ sich nicht mehr kompensieren. Deshalb gelang eine weitere Verlängerung des Bundes 1534 nicht mehr, aber auch, weil er sich aus diversen Gründen überlebt hatte. Die Wurzeln, und damit komme ich zum dritten kleinen Kapitel, in dem es um den Landfriedensbund als Austragseinung geht. Die Wurzeln eines Landfriedensbundes und gerade dieses Landfriedensbundes reichten weit ins Mittelalter zurück, da es dem Königtum nicht gelang, einen allgemeinen Landfrieden durch Mandat oder Gesetzgebung durchzusetzen, bot sich die ausdrückliche Selbstverpflichtung der Betroffenen und darunter vor allem auch der potenziellen Friedensbrecher als Alternative, als eine effiziente Alternative an. In diesem Sinne dienten seit dem 13. Jahrhundert Einungen von Herrschaftsträgern als Mittel, um Frieden unter den Einungsgenossen und damit den allgemeinen Landfrieden zu organisieren. Zumal die Goldene Bulle von 1356 Schwureinungen von Reichsständen nur noch unter der Prämisse der Landfriedenswahrung als legitim anerkannte. Die spätmittelalterlichen Bünde, Einungen und Bündnisse im Reich, und derer gab es viele, schlossen letztlich jene Kluft, die sich öffnete zwischen der unbestrittenen Autorität des Königstums, einer Autorität, die dem obersten Lehnsherrn und der Quelle des Rechts galt, und der Machtlosigkeit von König und Reich beim Versuch, Frieden und Recht effizient durchzusetzen. Es war neben der relativen Effizienz der Selbstverpflichtung der
Selbstverpflichtung, pardon, der Genossen auch die größere Bestimmtheit und Flexibilität bei der Ausgestaltung der Vereinbarung, die zu dieser Konjunkturvereinigungen jeglicher Couleur führten. Verfassungspolitische Perspektiven eröffneten sich vor allem, weil die Mitglieder sich auf organisatorische Regelungen und Institutionen verständigen mussten. Dazu gehörten in der Regel ein Leitungsgremium in Gestalt von Hauptleuten und Räten, ein festgelegter Modus der Schiedsgerichtsbarkeit zur internen Konfliktaustragung, die Erhebung von Abgaben bei den Mitgliedern sowie Regelungen für den militärischen Ernstfall. Festgehalten wurde dies in einer gemeinsam entworfenen schriftlichen Ordnung, auf deren Einhaltung die Mitglieder sich in der Regel eidlich verpflichteten. Ihre Autonomie wurde am ehesten dadurch gewahrt, dass solche Einigungen befristet waren und es den Mitgliedern freistand, einer möglichen Verlängerung fernzubleiben. Dies eröffnete aber zugleich die Möglichkeit einer Fortentwicklung. Aber eine solche Befristung war auch der entscheidende Nachteil gegenüber dauerhaften Gebilden wie dem prinzipiell nicht auflösbaren Heiligen Römischen Reich oder beispielsweise auch dem anderen großen Landfriedensbund der Eidgenossenschaft. Die gewaltfreie Regelung interner Konflikte, und darum geht es nun, als Austragseinung wurde durch ein Rechtsgebot an alle Bundesgenossen, das letztlich in ein Schiedsgerichtsverfahren mündete, gewährleistet. Der Schwäbische Bund knüpfte dabei in direkter Kontinuität an die oberdeutschen Landfriedenseinungen des Adels an, von denen die Gesellschaft mit St. Georgenschild im 15. Jahrhundert modellbildend wurde. Der erste Bundbrief oder Bundesbrief des Schwäbischen Bundes stand 1488 noch ganz in der Tradition dieses Georgenschild, vor allem bei den Austragsmodalitäten. Die Bestimmungen, dass der Kläger seine Klage vor dem Hauptmann des Bundesstandes, dem der Beklagte angehörte, vorzubringen hatte, reflektierte dabei die Zusammensetzung des Bundes, die ja überständig war. Die beiden Stände, die zunächst den Bund bildeten, Adel und Städte, stellten im Bundesrat paritätisch je einen Hauptmann und 9 Räte. Wenn also ein Adeliger vor dem Hauptmann der Städte gegen eine Stadt oder einen Stadtbürger klagte, dann wählte der Hauptmann aus dem Kreis seiner 9 Bundesräte einen Obmann für das Schiedsverfahren, und die Parteien gaben jeweils gleich viele Zusätze, also Urteiler, zur Seite. Die Bundesverlängerung von 1500 aber schuf neue Rahmenbedingungen, weil nunmehr die Fürsten organisatorisch in den Bund integriert wurden. Sie erhielten eine eigene Bank mit 9 Räten und einen eigenen Hauptmann, pardon, mit 7 Räten. Statt eines im Einzelfall aus den Bundesräten zu rekrutierenden Schiedsgerichts sollte nunmehr ein Kollegium aus 3 Bundesrichtern als Schiedsgericht fungieren. Geklagt wurde dann vor dem Richter des Standes der Beklagten. Und in der Regel amtierten dann die beiden Kollegen der anderen Stände als Beisitzer. Für die jeweiligen Bundesrichter legten die Bundesbriefe nunmehr fest, dass sie rechtsgelehrt sein mussten, also eine, wenn Sie so wollen, Justizialisierung des Schiedsgerichtsverfahrens. Beließen es die ständeübergreifenden Austragsvereinbarungen 1488 noch dabei, lediglich Vorgaben für die Besetzung der von Fall zu Fall neu zu bildenden Spruchkollegien zu machen, so entwickelte sich das Bundesgericht aufgrund der Bestimmungen von 1500 zu einer weitgehend bürokratisierten Institution, die nicht mehr anlassbezogen agierte, sondern turnusgemäß an einem festen Ort zusammentrat.
Die drei Bundesrichter tagten zunächst bis 1512 in Tübingen, danach in Augsburg. Das Verfahren verlagerte sich auf einen schriftlichen Aktenprozess, wie dies auch beim Reichskammergericht üblich wurde. Mit der obligatorischen Vertretung der Parteien durch Anwälte, der Schriftlichkeit des Verfahrens sowie Appellationsmöglichkeiten an das Reichskammergericht partizipierte das bündische Schiedsgericht am Modernisierungsschub der Reichsjustiz um 1500. Ein beträchtlicher Teil der Bundesrichter rekrutierte sich deshalb aus der juristischen Fakultät der Universität Tübingen. Daneben spielten Klerikerjuristen aus den Territorien, vor allem den geistlichen Territorien, sowie juristisch ausgebildete Räte der Fürsten eine Rolle. Viele standen den geistigen Strömungen der Zeit in Gestalt des Humanismus nahe, darunter mit Johannes Reuchlin, eben auch der bekannteste Bundesrichter, da brauche ich ja nur auf das Plakat hier vor und unter mir zu zeigen. Reuchlin hat sich in dieser Funktion als Bundesrichter eben selbstbewusst als Triumvir Suevie bezeichnet. Die Entwicklung dieses bündischen Schiedsgerichts, die ich hier sehr knapp vorgeführt habe, lässt sich durchaus wie eine Erfolgsgeschichte lesen, partizipiert es doch eben an den grundlegenden Neuerungen, die im Reich mit dem Namen Reichsreform und vor allem 1495 mit der Gründung des Reichskammergerichts verbunden sind. Aber für den Bund war das eine zweischneidige Angelegenheit. Die spezifischen Vorzüge einer Schiedsgerichtsbarkeit, auch heute noch, ein flexibles Verfahren, das vor allem auch hohe soziale Akzeptanz des Urteils gewährleisten soll, die gingen verloren, wenn sich dieses Schiedsgericht von einer ordentlichen Justiz kaum mehr unterscheiden ließ. Ein ortsfestes, mit gelehrten Juristen besetztes Schiedsgericht näherte sich so stark einer ordentlichen Gerichtsbarkeit an, dass es sich gegenüber dem Reichskammergericht, denn darum handelt es sich ja da auf der Ebene des Reiches, schließlich überflüssig machte und spätere Bünde, Landfriedensbünde, sind ohne ein solches Schiedsgericht ausgekommen. Nun, wenn das sozusagen dazu dienen konnte, die Modernisierungsfähigkeit dieses Schwäbischen Bundes deutlich zu machen, dann möchte ich das auch auf der Ebene Ihnen verdeutlichen, die eigentlich die Kernkompetenz des Bundes gewesen ist, nämlich seine militärische Organisation. Auch dies fußt in der Charakteristik, in der Struktur eines mittelalterlichen Landfriedensbundes, der ja nicht nur Austragseinung für die internen Konflikte war, sondern eben auch Hilfseinung, wenn ein Bundesmitglied angegriffen wurde. Beim Schwäbischen Bund schlug sich die Lernfähigkeit der Akteure in immer differenzierteren Regelungen nieder, in die sowohl die Erfahrung aus dem militärischen Debakel gegen die Eidgenossen 1499, wie auch aus den beiden siegreichen, aber sehr kostspieligen Württemberg-Feldzügen von 1519 und schließlich auch dem Zug gegen die fränkischen Fehdeführer 1523 einflossen. Demonstrieren möchte ich dies an der Rolle, die Bundesrat und Bundeshauptleute als Leitungsorgane des Bundes auch für die Militärorganisationen spielten. Als eigentliches Leitungsgremium des Bundes entschied der von den Hauptleuten einberufene Bundesrat darüber, ob einem angegriffenen Bundesstand Bundeshilfe zustand, und er legte dann auch deren Umfang fest. Es gab also keinen Automatismus. Entsprechend den Geflogenheiten in früheren Landfriedenseinungen war der Rat dann auch verantwortlich für den Abschluss der Feindseligkeiten, etwa in Form eines Waffenstillstandes oder eines Friedensschlusses. Diese Vorgaben für die zentrale Rolle des Bundesrates in bewaffneten Auseinandersetzungen wurden freilich
im Lauf der Bundesgeschichte immer elaborierter. Als politisches Leitungsgremium des Bundes stellte er gerade in Konfliktsituationen seine Handlungsfähigkeit dadurch unter Beweis, dass er für die Dauer des Konfliktes in Permanenz tagen sollte. So wurde es zumindest ab 1500 in den Bundesordnungen formuliert, eine Reaktion auf das militärische Debakel im sogenannten Schweizer Krieg. Aber auch inhaltlich wurde die Zuständigkeit des Bundesrates immer umfassender. Ab 1519 erhielten die Bundesräte vor dem Hintergrund der beiden Feldzüge gegen Herzog Ulrich das Recht, eigenhändig Kriegssteuern oder vor allem Anleihen auszuschreiben, ohne dass dazu mit den einzelnen Bundesständen noch Rücksprache gehalten werden musste. Ab 1522, und da spielt der fränkische Zug schon eine Rolle, konnte eine Bundeshilfe auch prophylaktisch, ohne dass bereits ein Angriff erfolgt war, ausgeschrieben werden. Voraussetzung war, dass ein, Zitat, stattlich Gewerb oder Empörung, so über einen Bundsverwandten gehen soll, kundbar oder wahrlich vor Augen wäre. Dahinter steckt noch nicht die Furcht vor drohenden bäuerlichen Unruhen, sondern in erster Linie vor den Umtrieben des vom Bund vertriebenen Herzogs Ulrich. Die Furcht vor ihm motiviert auch ein eigenes Verfahren der eilenden Hilfe, das ein Drittel der gesamten Hilfe betragen sollte. Damit wollte der Bund unmittelbar militärisch auf Angriffe oder Bedrohungen reagieren, ohne dass erst langwierige Beratungen und Verhandlungen auf Bundestagen nötig waren. Der Augsburger Bundesabschied vom 30. November 1519 verwies dabei auf die Erfahrung, die der Bund beim Rückeroberungsversuch des Herzogs im Herbst gemacht hatte. Ulrich sei nur deshalb bis Stuttgart gelangt, weil der Bund mit seiner ordentlichen Hilfe so schwerfällig reagiert habe. Deshalb wurde nun ein Ausschuss von 6 Räten den 3 Bundeshauptleuten beigeordnet, Kriegsräte, der als eine Art schlanker Bundesrat eine schnelle Eingreiftruppe des Bundes mobilisieren konnte. Ein großer Krieg wie der Württembergische, aber dann natürlich auch der Bauernkrieg, machte die Einrichtung weiterer Ämter im bündischen Militärwesen notwendig, darunter das Amt eines eigenen Pfennigmeisters für Mustergelder und Besoldung sowie ein bündischer Brandmeister, der mithilfe von Brandschatzungen dafür zu sorgen hatte, dass der Bund seine Kriegskosten möglichst schnell auf Kosten seiner Kriegsgegner begleichen konnte. Daneben dienten Bundesräte als Musterherren, beispielsweise Frundsberg, amtierte mit Michel Ott von Echterdingen als Kaiser Maximilians oberster Feldzeugmeister nun in gleicher Funktion im Bundesheer und machte sich der Bundesprovost Berthold Eichelin nach dem Bauernkrieg mit der Vollstreckung von Todesurteilen an Rädelsführer einen gefürchteten Namen in Oberdeutschland. In seiner letzten Phase war also die bündische Heeresorganisation in jeder Hinsicht führend im Reich, und es war nur folgerichtig, wenn die Reichsstände sich 1522 oder 1530 bei Planungen zur Aufstellung eines Reichsheeres, das gegen die Türken ziehen sollte, an den Ordnungen des Bundesheeres orientierten. Das Bundesheer oder die Militärorganisation, wenn Sie wollen, als ein lernendes System, bei dem es der Bund relativ weit gebracht hat. Als heikler Punkt war schließlich die Verteilung der Kriegsbeute in allen Bundesordnungen präsent, und das war übrigens auch bei den Eidgenossen so. Dahinter stand die konkrete Erfahrung, dass gerade Streitigkeiten um Beute fatale Folgen für den Zusammenhalt militärischer Formationen haben konnten.
Die Prominenz dieser Verteilungsproblematik in den entsprechenden Ordnungen resultiert aber auch daraus, dass sich am Umgang mit immobiler Beute in Gestalt eroberter Territorien oder Städte das verfassungsmäßige Selbstverständnis eines solchen Bundes entschied. In den Kategorien des spätmittelalterlichen Kooperationsrechts ausgedrückt stellte sich die Frage, ob ein Bund als Societas und damit letztlich nur Sachwalter von Einzelinteressen agierte oder ob als Universitas und damit als eigenständiges Korpus. Letzteres hätte bedeutet, dass ein solcher Bund eroberten Besitz zu gemeinsamer Hand hätte behalten können, woraus sich dann wohl auch Ausgangspositionen für Staatsbildungsprozesse entwickelt hätten. Als Beispiel, die Generalstaaten, die Niederländischen, als Verbund eben der 7 niederländischen Provinzen haben die eroberten Generalitätslande gemeinsam verwaltet. Und das ist einer der Punkte, weshalb sie sich dann doch für eine Entwicklung hin zur Staatlichkeit entschieden haben. Sie haben davon materiell profitiert. Und bei den Eidgenossen hat es eben auch die auf Eroberung beruhenden gemeinen Herrschaften gegeben, die gemeinsam verwaltet wurden, wenn auch nicht von allen Eidgenossen gemeinsam, aber auch die spielen für die Eidgenossenschaft eine entscheidende Rolle. Im Schwäbischen Bund aber ist es nicht so weit gekommen. Seine befristete Struktur, und das unterscheidet ihn ja von der Eidgenossenschaft, machte es ihm unmöglich, seine Eroberung langfristig zu behalten. Deshalb verkaufte er 1520 das Herzogtum Württemberg so rasch wie möglich an Habsburg, damit die einzelnen Bundesmitglieder mit dem Ertrag ihre Kriegskosten begleichen konnten. Und letztlich, weil Habsburg es nicht gehalten hat, führt es dazu, dass Württemberg eben dann doch wieder an die angestammte Dynastie zurückgefallen ist. Ich komme zum letzten Punkt. Die Abbildung ist rein illustrativ, das soll man eigentlich nicht machen didaktisch, da ich nicht genau weiß, wie gut sie wiedergegeben ist. Der Vortrag würde auch ohne sie funktionieren, aber es ist nun mal Dürer und Hohenasperg. Und den meisten von Ihnen wird es auch bekannt sein. Zumindest wird es jetzt abschließend darum gehen. Denn ich möchte noch einmal den Bogen zum Beginn meines Vortrags zurückschlagen und auf die zahlreichen Kontrahenten des Bundes eingehen. Allein unser Blick auf vergleichbar fragile und konfliktgeplagte föderale Systeme kollektiver Sicherheit, wie beispielsweise die Europäische Union, demonstriert, wie wichtig für Zusammenhalt und Funktionsfähigkeit ein äußerer Druck durch Gegner und Feinde ist. Der Ukraine-Krieg liefert ja aktuell dazu hinreichend Anschauungsmaterial. Für einen Landfriedensbund besaß der Feindbezug schon deshalb konstitutiven Rang, weil einem angegriffenen Bundesmitglied eine förmliche Bundeshilfe zugesagt wurde, also von daher Feinde waren so etwas wie die raison d'être. Dieser Mechanismus sorgte dafür, dass aus dem Feind eines Einzelnen ein Bundesfeind wurde und der Begriff Bundesfeind findet sich als Terminus technicus in allen diesen Bundesordnungen des Schwäbischen Bundes. Im Fall des Schwäbischen Bundes kam aber noch ein weiterer, wenn Sie so wollen, erschwerender Aspekt hinzu. Der Bundesfeind musste gleichsam ein integraler oder integrierender Bundesfeind sein, der ständeübergreifend als Bundesfeind wahrgenommen werden konnte. Denn der Bund ist ja sozusagen, das ist ein Kernproblem gewesen, eine ständeübergreifende Einung und Genossenschaft. Dann müssen auch die Feinde, wenn sie den Bund integrieren sollen, ständeübergreifende Wirkung haben. Bei der Bundesgründung spielten die bayerischen Wittelsbacher diese Rolle sehr überzeugend. Ohne das ständeübergreifende Bedrohungsgefühl von den Reichsstädten über den Adel
bis hin zu Habsburg und Württemberg, hätte das Mandat Kaiser Friedrichs III., mit dem er den mindermächtigen reichsunmittelbaren schwäbischen Ständen unter Berufung auf den Frankfurter Landfrieden von 1486 den Zusammenschluss gebot, nicht eine solch sensationelle Resonanz gefunden. Der bayerische Bundesfeind allerdings kam dem Bund ziemlich rasch abhanden, weil Herzog Albrecht aus der Münchner Linie schließlich die Unterstützung des Bundes benötigte, um seine Erbansprüche auf den Landshuter Teil gegen Kurpfalz durchzusetzen. Bayern, das dann wiedervereinigte Herzogtum, wurde ab da zu einem zentralen Mitglied, zu einem Kernbestandteil des Schwäbischen Bundes. Danach fehlte dem Bund für einige Jahre der einende fürstliche Bundesfeind, bis Herzog Ulrich von Württemberg diese Leerstelle geradezu glänzend wieder ausfüllte. Um sich politische Bewegungsfreiheit zu verschaffen, verlängerte der württembergische Herzog, der sozusagen Gründungsmitglied war, den Bund 1512 nicht mehr, er trat ihm also nicht mehr bei. Er gründete stattdessen ein Fürstenbündnis gegen den Bund, dessen Bezeichnung als Kontrabund Programm war. Er hätte seine Karriere als Bundesfeind jedoch nicht bis zum bitteren Ende führen können, wenn er es sich nicht gleichermaßen mit Fürsten, Adel und Städten verscherzt hätte. Durch seine gescheiterte Ehe mit der bayerischen Herzogin Sabine schuf er sich eine tödliche Feindschaft mit deren Brüdern, den regierenden bayerischen Herzögen. Den niederen Adel, soweit der noch im Schwäbischen Bund präsent war, verprellte er durch den Mord an seinem Stallmeister Hutten, woraus eine publizistisch sehr wirkungsvolle, unterstützte Fehde dieses einflussreichen Adelsklans der Hutten gegen ihn erwuchs. Das Fass zum Überlaufen brachte bekanntlich dann der Überfall auf Reutlingen im Jahr 1519, der nicht nur die im Bund organisierten Reichsstädte schnell und solidarisch reagieren ließ, sondern binnen kürzester Zeit den gesamten Bund gegen ihn mobilisierte. Mit der bekannten Folge der Vertreibung Ulrichs durch den Bund 1519. Die Konfrontation des Schwäbischen Bundes mit seinen fürstlichen Bundesfeinden erweist sich als eine außerordentliche Erfolgsgeschichte. Schließlich hat er sie alle besiegt. Und mehr noch, er konnte sich seine vormaligen Bundesfeinde abschließend regelrecht einverleiben. Bei der Verlängerung 1522 finden wir sogar die anderen im Kontrabund mit Ulrich vereinten Territorien, vor allem Kurpfalz und Württemberg, dann im Bund wieder. Zum Glück, könnte man sagen, gab es für den Bund ja noch einen anderen, mächtigen äußeren Widersacher, die Eidgenossen. Die Rivalität zwischen den beiden großen Landfriedenseinungen der Zeit ist von Beginn an offensichtlich. Das sehen Sie hier in der Darstellung der Bundesgründung aus der bekannten Luzerner Bilderchronik von Diepold Schilling. Die Adligen reiten in die Stadt zur Bundesgründung, wenn man es erkennen kann, an den Spießen haben sie Fuchsschwänze und das gilt als despektierlich. Also in der Schweizer Bildersprache, Bildpropaganda ist der Bund etwas gewesen, auf das man jedenfalls mit Verachtung, gegebenenfalls auch Furcht geblickt hat. Diese Rivalität zwischen diesen beiden Bünden mündete schließlich in die große militärische Auseinandersetzung des sogenannten Schweizer oder Schwabenkriegs, je nach Standpunkt, von 1499. Er wurde vor allem von König Maximilian, gar nicht so sehr vom Schwäbischen Bund, zugleich als Reichskrieg gegen die Eidgenossen geführt und endete an allen Fronten mit eindrucksvollen Siegen der Eidgenossen. Nun legt ein prinzipieller Antagonismus zwischen Eidgenossenschaft und Schwäbischen Bund, also wenn wir
den Gegensatz aufmachen zwischen einem fest im aristokratisch-ständischen Denken verwurzelten Herrenbund, so haben es die Eidgenossen auch gesehen, gegenüber einem Bund freier Bauern und Städte, also ein solcher Gegensatz liegt nahe, die Eidgenossen als den eigentlichen Feind des Schwäbischen Bundes anzusehen. Und in der Tat kann man darauf verweisen, dass die propagandistischen Untertöne im Schweizer Krieg gegen die, Zitat, schnöden Bauersleute, die weder Tugend noch Adel besitzen und denen man wieder einen Herren geben wolle, auf die Realität eines solchen Feindbildes in den Reihen des Bundes verweisen. Aber eine prinzipielle Entgegensetzung beider Landfriedensbünde scheitert schon an ihrem gemeinsamen Nenner, dass nämlich jeweils reichsunmittelbare Städte wichtige und eigenständige Faktoren in diesen beiden Bünden gewesen sind. Von daher ist der Schwäbische Bund eben nicht das Gegenbild zu den Eidgenossen. Immerhin aber kann der Krieg zwischen Eidgenossen und Bund, wie schon die Namensgebung verrät, also Schweiz- oder Schwabenkrieg, auch als eine landsmannschaftliche Auseinandersetzung gesehen werden. Dieser Antagonismus war zweifellos populär und ist es vielleicht auch noch bis auf den heutigen Tag, also Schweizer und Schwaben. Wenn der Schwäbische Bund eine über seine Funktion als Landfriedensbündnis hinausgehende Identität gehabt hat, dann war es eine regionale Identität als ein Schwäbischer Bund, als politische Organisation eben des Landes Schwaben. So jedenfalls wurde er legitimiert und so hieß es in den Gründungsmanifesten. Diese regionale Identität bot zunächst für alle drei Stände, auch die Fürsten, etwa Württemberg, Integrationsmöglichkeiten, vor allem aber für den schwäbischen Adel. Der Schweizer Krieg aber war nicht nur ein Höhepunkt solch regionaler Identität, also in dem die Schwaben nun wirklich gedacht haben, als Schwaben gegen die Schweizer zu ziehen, er war auch ein Wendepunkt. Der Bundesverlängerung von 1500 blieb die Masse des schwäbischen Adels fern, während nunmehr, wir haben es gehört, Bayern und weitere fränkische Stände, etwa Nürnberg, beitraten. 1512 verstärkte sich dies, als dann auch Württemberg austrat. Der Schwäbische Bund verlor also immer mehr seine schwäbische Identität, bis er dann 1522 nur noch als elfjährige Einung firmierte, ohne ausdrücklichen Bezug zum Land Schwaben. Und damit konnten die Eidgenossen dann schließlich weder die Rolle eines ideologischen noch eines landsmannschaftlichen Feindes spielen. Die Franken hat das schlicht nicht interessiert. Aber auch damit gingen dem Bund die Feinde nicht aus. Sieht man ihn in der Tradition eben der mittelalterlichen Landfriedensbündnisse, dann war die Fehdeproblematik, also die Einschränkung der adeligen Selbsthilfe, sein eigentliches Terrain. Die Geschichte der mittelalterlichen Landfriedensbünde ist zugleich die Geschichte der mehr oder minder erfolgreichen Versuche, die adlige Selbsthilfe zu unterbinden oder zumindest zu kanalisieren. Für eine Landfriedenseinung, der zahlreiche Adelige angehörten, stellte sich diese Problematik dann freilich in einer noch zugespitzteren Form. Dass der Bund trotzdem und schließlich doch dem fehdeführenden Niederadel im Reich den entscheidenden Stoß versetzte, wurde erst möglich, als die ständische Solidarität des Adels entscheidend verletzt wurde. Auf dem Rückweg vom Bundestag zu Augsburg 1520 wurde Graf Joachim von Oettingen bei Donauwörth von dem bereits ziemlich übel beleumundeten Fehdritter Hans Thomas von Absberg überfallen und er kam dabei zu Tode. Der Bund wurde direkt involviert, weil Oettingen nicht irgendwer war. Er war selbst einmal Bundeshauptmann der Adelsbank gewesen und danach lange Jahre Bundesrat. Er war also ein ausgesprochener Bundesfunktionär.
Indem der Bund nunmehr erstmals systematisch vom Rechtsmittel der Purgation, der Vorladung verdächtiger Helfershelfer zur Ablegung eines Reinigungseides Gebrauch machte, konnte er das Übel an der Wurzel packen, nämlich bei den Fehdehelfern, also den mehr oder weniger aktiven Sympathisanten. Der ganze nähere und weitere Verwandtenkreis Absbergs und damit ein repräsentativer Querschnitt des fränkischen Niederadels wurde vor den Bundestag zum Reinigungseid zitiert. Das an sich archaische Rechtsmittel eines Reinigungseides war ein sehr probates Mittel, solche durch Verwandtschaftsbande zusammengehaltene Gruppen, Clans zu disziplinieren. Die Vorgeladenen mussten für die Gültigkeit des Eides nämlich ihrerseits noch Bürgen stellen. Und das waren natürlich wiederum Verwandte oder Familienmitglieder oder auch Teile der sogenannten Freundschaft. Auch gegen solche Bürgen konnte der Bund bei Eidbruch vorgehen. Und das war ein hohes Risiko. Eine ganze Reihe der Helfer Absbergs entzog sich deshalb von vornherein dieser Purgation. Dies lieferte dem Bund den Rechtsgrund, in einem kurzen Feldzug, auf den es eben ja schon angespielt worden, 1523 fast 30 fränkische Adelsschlösser zu zerstören. Und Sie sehen hier eine der Abbildungen. Der Bund hat nämlich propagandistisch eine Holzschnittfolge aller zerstörten Schlösser in Nürnberg drucken lassen, damit man auch sozusagen den Erfolg nachhaltig vor Augen führen konnte. Neben dem gleichzeitigen Ende Franz von Sickingens ist dies der entscheidende Schlag gegen den fehdeführenden Niederadel im Reich gewesen. Und deshalb ist durchaus zu Recht auch daran eben nochmal erinnert worden. Das Tableau der Bundesfeinde blieb aber schließlich unvollständig, würde man die Auseinandersetzung mit den Bauern 1525 nicht mit einbeziehen. Hier aber hat sich der Schwäbische Bund zunächst aus vielerlei Gründen schwer getan, auf die seit Mitte 1524 um sich greifenden Unruhen des Bauernaufstandes in Südwestdeutschland zu reagieren. Als im Herbst 1524 die Bauernaufstände im Schwarzwald und am Bodensee immer weiter um sich griffen, einigten sich die Bundesstände zwar auf Modalitäten, die eine schnelle Rüstung gegen die Bauern erlaubten, aber diese Beschlüsse wurden zunächst nicht umgesetzt, auch weil die Bauern sich auf den Rechtsweg vor Bundesorgane einließen und begaben. Es war nicht nur Taktik von Bundesseite, wenn die Untertanen Anfang 1525 auf den Rechtsweg verwiesen wurden, damit man Zeit für eigene Rüstung gewinnen konnte. Dies entsprach auch traditionellen Handlungsnormen einer Landfriedenseinung, die ja zunächst immer noch versucht, einen Rechtsweg oder nach Recht zu verfahren. Der geradezu ersehnte Bundesfeind trat dann auch nicht in Gestalt der Bauern, sondern ausgerechnet Herzog Ulrichs im Februar 1525 auf den Plan. Erst jetzt, als mit dem exilierten württembergischen Herzog ein erklärter und für die Fürsten standesgleicher Bundesfeind auf der Bildfläche erschien, kam die bündische Rüstungsmaschinerie richtig in Gang. Ulrich wollte bekanntlich die Bauernunruhen ausnutzen, um sein Herzogtum zurückzugewinnen und rückte mit rasch zusammengetrommelten Schweizer Söldnern bis vor Stuttgart. Als dann noch Nachrichten kamen, dass Götz von Berlichingen sich am unteren Neckar bei Heilbronn an die Spitze der aufständischen Bauern gestellt hatte, sahen einige besonders ängstliche Bundesräte schon den schlimmstmöglichen Fall drohen. Also eine Koalition aus allen denkbaren Feinden des Bundes. Herzog Ulrich, die Schweizer auch mit dabei, dann noch Götz von Berlichingen, mit dem der Bund eine ganze Reihe von Sträußen ausgefochten hat, und dann zu guter Unletzt die Bauern. Aber alle zusammen, das machte die kleine Apokalypse für den Bund aus.
zu der es dann bekanntlich nicht gekommen ist, weil er seine militärischen Widersacher nacheinander besiegen konnte. Herzog Ulrich liefen schon im März 1525 wieder einmal seine Schweizer Söldner davon. Er konnte sie nicht bezahlen und auf ein Kräftemessen mit den Landsknechten des Bundes hatten die Schweizer Söldner mittlerweile auch keine große Lust mehr. Als die Bauern sich dann im Anschluss daran Anfang April 1525 erhoben, hatten sie gegen das Heer des Bundes unter Georg Truchseß von Waldburg keine Chance. Und Götz von Berliching, um den auch noch aufzuführen, der setzte sich natürlich gerade noch rechtzeitig ab, bevor ihn die allgemeine Katastrophe der Bauern in den Abgrund mitreißen konnte. Ohne auf den Bauernkrieg hier noch einmal im Detail einzugehen, auch aus Zeitgründen. Das Ergebnis reiht sich schließlich in das von mir gezeichnete Tableau der Bundesfeinde ein, oder genauer des Verlustes dieser Feinde. Auch die Bauern konnten schließlich nicht mehr die Rolle eines integrierenden Bundesfeindes spielen. Die späteren polizeilichen Maßnahmen des Bundes zur Aufstandsprophylaxe, also seine streifenden Rotten, reichten dazu nicht aus. Stattdessen kamen Streitigkeiten über den Umgang mit den Besiegten und über die Übernahme der Kosten zu den bereits bestehenden internen Problemen dazu. Und auch dies führte in der Summe dazu, dass der Bund 1534 nicht mehr verlängert werden konnte. Ein kurzes Fazit. Am Ende steht also ein Paradox, weil der Bund alle seine Feinde besiegt hatte bzw. sich einverleibt hatte, fehlte ihm schließlich der nötige integrierende Außendruck. Die Konfession konnte es nicht mehr sein, denn gerade in dieser Frage waren die Bundesmitglieder zutiefst gespalten. Für die protestantischen Stände stand in Gestalt des Schmalkaldischen Bundes, 1531 begründet, war bereits eine neue Art eines solchen bündischen Zusammenschlusses zur Verfügung. Hier gab es nur einen Feind bzw. Feindbild, das die unterschiedlichsten Mitglieder einen konnte, der Feind des Glaubens. Dem Konfessionsbündnis mit seiner klaren Feind-Konstellation gehörte deshalb die Zukunft nicht dem komplizierten Landfriedensbündnis mit einer breiten Palette von wirklichen und möglichen Feinden. Vielleicht weist gerade die Mannigfaltigkeit von Feinden, die der Bund in seiner Geschichte gehabt hat, auch auf eine spezifische politische Schwäche hin. Ist es nicht, so hat es ein deutscher Rechtsphilosoph einmal formuliert, ist es nicht Zeichen innerer Gespaltenheit, mehr als einen wirklichen Feind zu haben? Das soll nicht heißen, dass der Schwäbische Bund in der Geschichte Württembergs und des deutschen Südwestens letztlich dann doch nur eine historische Fußnote geblieben wäre. Denn er steht für das funktionierende Modell einer politischen Ordnung, die territoriale Vielfalt organisiert, ja durch Einbindung von Beteiligten mit sehr unterschiedlicher Macht und sehr unterschiedlichem ständischen Rang, vom Fürsten bis zur Reichsstadt und zum einzelnen Reichsritter, diesen Status quo überhaupt erst gesichert hat. Den Mindermächtigen im Bund bewahrte die Mitgliedschaft im Bund letztlich ihre politische Autonomie in Gestalt der Reichsunmittelbar und das bis zum Untergang des Alten Reiches. Ohne den Schwäbischen Bund hätte es hier schon sehr viel früher so etwas wie das große, ich sage es jetzt sehr salopp, Fressen der Mindermächtigen durch die Mächtigen gegeben. Reutlingen wäre ja so ein Beispiel. Bund, lateinisch Födus, steht damit für eine föderale Tradition, die im deutschen Südwesten immer besonders verwurzelt geblieben ist und für die der Schwäbische Bund eben eine entscheidende Wegmarke der Entwicklung und Ausgestaltung dargestellt hat. Und da wir weiterhin aktuell in einer Bundesrepublik leben, ist dies eine derjenigen historischen Traditionen politischer Kultur in Deutschland, die über den deutschen Südwesten hinaus bis heute lebendig geblieben ist.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.